Ja, dann wirst du, wie es aussieht, hast du einen tödlich langweiligen Spieleabend vor dir. Extrem brutal. Hör dir das an. Könntest du dich bitte fertig machen? Und ein unglückliches Timing kommt dazu. Ich habe da nämlich zwei Tickets für das Knicks-Lakers-Spiel heute Abend. Wirklich? Wo hast du die? Die sind ein Geschenk von meinem Freund Willy von Swifties Reinigung. Willy hat einen Stammkunden, einen gewissen Mr. Latrell Sprewell. Dieser gewisse Herr hatte einen Preiselbeerfleck an seinem Filzhut, den Willy glücklicherweise entfernen konnte. Nun schuldet mir Willy noch einen Gefallen, wie dem auch sei. Reihe 4, Sektion A. Tut mir leid, dass du nicht kannst. Carrie, Knicks-Lakers. Na schön, wie du willst. Geh. Danke, ich liebe dich. Ich bin dabei, Baby. Wie schade für dich. Um die Wahrheit zu sagen, ich kenne niemanden namens Willy. Ich habe die Geschichte erfunden, um dich in Versuchung zu führen. Und das ist in die Hose gegangen. Tut mir leid, mein Junge. Das war echt hart. Habt ihr am Freitag wieder einen Spieleabend? Ja. Verdammt. Was ist? Naja, ich hatte wegen meines üblen Scherzes über die Knicks neulich Abend ein schlechtes Gewissen. Also bin ich gestern früh zum Stadion gefahren und habe uns für das Spiel am Freitagabend zwei Karten besorgt. Wirklich? Das ist sehr nett von dir, Arthur. Weißt du, es sind nicht die besten Plätze, aber so kurzfristig hatten sie leider keine anderen mehr. Leider wusste ich nicht, dass du Freitagabend keine Zeit hast. Weißt du was, ich habe gar keine große Lust, am Freitagabend zu spielen. Also rechne mit mir, alter Freund. Das ging schon wieder in die Hose.